Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Shop Review hier auf meinem Kanal. Ich bin leider immer noch ein bisschen krank und trotzdem mache ich für euch natürlich jeden Tag morgens das Shop Review. Wenn euch diese Shop Reviews oder generell die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, switchen wir rüber in den Item Shop. Okay, neue Skins und ich würde sagen, wir beginnen auf der rechten Seite. Hier sind sozusagen die No-Skins eben halt als einzelner Skin. Ich finde 800 V-Bucks lohnen sich dafür nicht richtig, weil es irgendwie nichts Besonderes ist. Da hat man viel bessere Skins wie Glühwein-Agentin. Es hat noch etwas ganz anderes als diese klassischen Skins. Aber diese Skins sind eben halt Rette die Welt Season 1 Skins. Also das hier ist ja im Prinzip der erste Rette die Welt Skin, der Hauptskin des Spiels so gefühlt. Er ist eben halt irgendwie nichts Besonderes und 800 V-Bucks lohnen sich dafür nicht. Ja. Dann habe ich hier das Wassereis. Sieht auf jeden Fall cool aus, hier auch mit den Effekten und das so rumschwingt. Hat auch sicherlich ein Effekt, wenn man den Soundeffekt anmachen würde. So. Ja, so richtig, immer so wie so ein bisschen eismäßig. Hat auf jeden Fall einen coolen Sound. Sieht auch nicht schlecht aus, wenn euch dieser Look gefällt mit dem blauen. Könnt ihr es natürlich gerne kaufen. Und das ist halt mal richtig schöner Shop. Rechts grün, hier blau, lila, legendär. Da habe ich hier unten Elektro Swing. Ist auf jeden Fall ein cooler Emote. Ja, den kann sich definitiv kaufen. 500 V-Bucks gehen dafür auch vollkommen klar. Diesen Emote würde ich gerne verkaufen. Ich feiere den einfach nicht mehr, aber ich habe ihn mir damals gekauft. Im Nachhinein bereue ich das. Das ist wieder einer der Helikopter. Und zwar der Rettungshelikopter, Luftrettung. Ist jetzt nicht mein Favorite-Gleiter, sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus. Kann man sich gerne kaufen. Sehr etwas Extravagantes und 1200 V-Bucks gehen dafür, glaube ich, auch klar. Kommen wir nun zu den vorgestellten Gegenständen. Hier einmal die Spitzhacke, die wirklich brutal aussieht. Richtig brutal. Oben mit dem Feuer hier die beiden Hörner. Dann auch noch dieses Lava-mäßige. Das sieht einfach teuflisch aus. Eben halt hier auch mit diesen Gitarrenseiten sozusagen. Das ist eine böse Spitzhacke. Und ja, da richtig, richtig geilen Effekt. Aber das ist einer meiner Lieblings- oder es ist einfach eine wirklich, wirklich geile Spitzhacke. Ich mag ja gerne dieses rot-gelb-feurige. Habe ich hier die Monika. Sieht auch sehr interessant aus. Hinten mit dem Schwanz. Die Flügel sehen ja mal extrem cool aus. Hier aber auch die Schuhe, ne? Also Höckerschuhe und dann eben halt diese feurigen. Und dann diese beiden kleinen Hörner. Ah, das ist ein wirklich cooler Skin. 2000 V-Bucks gehen dafür auch vollkommen klar. Vor allem mit dem roten sieht das einfach nur geil aus. Überall das feurige. Ich finde, das Set ist einfach legendär. Das empfiehlt sich wirklich zu kaufen. Leider ist heute nicht die Tarnung noch dabei. Die Waffentarnung, die animierte. Die würde dazu natürlich super passen. Und die sieht auch einfach geil aus. Ich liebe immer dieses Schwarze und dann mit diesem rot lavrigen. Sieht einfach cool aus. Und ich würde sagen, wir switchen über zum Rettet die Welt Shop. Ich finde, die grünen Skins lohnen sich nicht wirklich. Die blauen, die blaue Spitzhacke und der Tanz ist definitiv in Ordnung. Die lilanen Sachen eher nicht so. Auf dem täglichen Shop, aber dafür die ganz vorgestellten Gegenstände sind umso besser. Hier haben wir das
Es ist eine Falle, Lama. Das lohnt sich wirklich nicht, weil man sieht ja, man bekommt gerade mal in Lidern eine Falle raus. Das braucht niemand. Hier hat man ja auch Wandstacheln drin und jede Woche wechselt sich das auch ab. Hier haben wir zum Beispiel auch Bodenstacheln drin. Dann muss man eher hier drauf warten. Oder kann sich das auch einfach in der Sammlung erforschen, anstatt dafür 2000 V-Bucks auszugeben. 200 V-Bucks sind immer noch 2 Euro und das lohnt sich wirklich nicht. Weil die grünen Fallen und die lila, blauen Fallen braucht man nicht. Das braucht wirklich keiner. Und das lohnt sich auch einfach nicht. Ja, wenn euch dieses Shop-Video gefallen hat, dann checkt doch gerne auch die anderen Videos hier aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.